Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Im Jahre 2010 hatten wir ein Wachstum von 3,7%. Im Jahre 2011 ein Wachstum von 3,0. Und das Beste an beiden Zahlen ist, das Wachstum kommt auch bei den Menschen an. Rekordbeschäftigungszahlen, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit mehr als 20 Jahren, also seit der Wiedervereinigung, steigende Renten, sinkende Beiträge, mehr verfügbares Einkommen für die Menschen. Das erklärt, dass 76% der Deutschen optimistisch in das Jahr 2012 hineingehen. Und das, meine Damen und Herren, können Sie auch tun. Denn Sie haben sich dieses Wachstum selber erarbeitet. Die Menschen haben sich den Wohlstand in Deutschland selber geschaffen. Und eines ist sicher: Für diese Regierung war, ist und bleibt Wachstum das erklärte Ziel dieser Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP. Und auch 2012 wird die deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs bleiben. Allerdings wird sich das Tempo vorübergehend verlangsamen. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,7%. Die Gründe liegen vor allem im außenwirtschaftlichen Umfeld. Die Weltwirtschaft expandiert langsamer, schwache Erholung in den USA, nachlassende Dynamik in den Schwellenländern. Und auch die Staatsschuldenkrise in einigen Ländern des Euroraums belastet die deutsche Konjunktur. Wir erwarten aber nur eine vorübergehende Wachstumsdelle, ausdrücklich keine Rezession. Wir erwarten mehr als 220.000 zusätzliche Beschäftigte auch im Jahre 2012. Und dieser Erfolg widerlegt all die selbsternannten Wirtschaftspropheten und Zukunftsforscher, die noch vor kurzem das Ende der Arbeit ausgerufen haben. Die deutsche Wirtschaft hat diese selbsternannten Propheten mit ihrem Beschäftigungsboom Lügen gestraft. Und ich sage Ihnen, wer das Ende der Arbeit beschwört, herbeiredet, der kann doch niemals für mehr Arbeitsplätze sorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist definitiv nicht unser Weg. Und die Grünen sehen das offensichtlich anders. All das, was wir erleben, ist der Ergebnis guten Wirtschaftswachstum eben in den letzten beiden Jahren. Und wörtlich heißt es, ein Papier von Herrn Trittin und Frau Künast, die noch gar nicht da ist: Wir halten den Abbau des Wirtschaftswachstums auch aus ökologischen Gründen für erforderlich. Mit Verlaub, das ist Unsinn. Wir jedenfalls gehen einen anderen Weg. Wir setzen auf Wirtschaft, Wachstum und Arbeit. Damit setzen wir uns als Regierungskoalition sehr wohltuend von den Pessimisten, Fortschrittsverweigerern und Neinsagern in Deutschland ab. Wir sind das gelebte Gegenmodell zu roten, grünen und linken Pessimisten in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Trotzdem verlieren wir nicht den Blick für die Risiken. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bei uns hängt wesentlich von der Entwicklung in Europa ab. Es ist jetzt 60 Jahre her, dass der Bundestag den Vertrag zur Gründung der Montanunion ratifiziert hat. Übrigens gegen die Stimmen der SPD. Seitdem hat die europäische Integration uns Frieden und Wohlstand gebracht. Die Bundesregierung will und wird diese Erfolge bewahren und weiterführen. Wir gestalten die notwendigen Schritte zu mehr Stabilität und Wachstum in Europa aktiv und mit wirtschaftspolitischer Vernunft. Die SPD dagegen will anscheinend ihre europakritische Haltung in der Vergangenheit kompensieren. Herr Gabriel, auch nicht da, möchte jetzt Europa zu einer Föderation umbauen. Bei Licht betrachtet sind die Vorschläge der Sozialdemokraten aber keine Vorschläge für eine Föderation, sondern nur für eine Förderunion, anstatt die Ursache der Krise, die Staatsschulden zu bekämpfen, wollen Sie mit Konjunkturpaketen
und teuren staatlichen Wachstumsprogrammen die Probleme noch verschärfen. Mit Ihren Programmen wächst weder die Wirtschaft in Griechenland, Italien, noch die Wirtschaft in Deutschland, sondern es wächst immer nur der Staat. Wir lassen nicht zu, dass eine laxe Haushaltspolitik in Europa noch mit Eurobonds belohnt wird. Eine solche Politik schadet dem deutschen Steuerzahler, schadet Deutschland und damit Europa insgesamt. Und Sie wollen, dass sich die Stärkeren an den Schwächeren orientieren. Aber damit schaden Sie vorsätzlich den Starken und verhindern, dass es überhaupt Starke gibt, die künftig noch Schwachen helfen können. Man kann die Uhr danach stellen. Sobald über Wirtschaft im Ausschuss gesprochen wird, kommen die Linken und wollen die gute Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland verhindern. Sie reden unsere Außenhandelsbilanz über Schüsse schlecht. Die Grünen haben sich dem angeschlossen und ja jetzt kürzlich beschlossen, auch Andes Außenhandelsbilanzüberschüsse zu verbieten, ja sogar zu bestrafen. Aber ich bleibe dabei, meine Damen und Herren. Außenhandelsbilanzüberschüsse sind kein Nachteil, sondern ganz im Gegenteil Zeichen unserer Wettbewerbsfähigkeit. Sie sind die Stärke unserer Volkswirtschaft. Strafen sind hier fehl am Platze. Und angesichts der Schuldenkrise in Europa haben wir die Wachstumserwartungen zurückgeschraubt. Das stimmt. Doch umso mehr müssen wir jetzt über Wachstum reden, gerade wenn das Umfeld schwieriger wird. Jetzt gilt es, die Wachstumskräfte zu stärken. Und bemerkenswert ist, dass in diesem Jahr ausschließlich die Binnenwirtschaft unser Wachstum trägt. Es ist die Nachfrage vieler Menschen, die gerade in diesem Jahr von Steuern und Abgaben entlastet werden. Für jeden im Durchschnitt 413 Euro mehr Geld im Jahr. Ja, die SPD behauptet, Zitat Frau Nahles, dass die von der Koalition auf den Weg gebrachte Entlastung nichts bringt. Meine Damen und Herren von der SPD, das Problem ist nicht meine Aussprache, das Problem liegt an den Ohren oder vielleicht auch dazwischen. Vielleicht ist das für Sie kein großer Beitrag. Aber für die Menschen aus der Mitte in unserer Gesellschaft sind 413 Euro viel Geld. Und wenn jetzt Sie sagen, dass diese Entlastung nichts bringt, dann beweist das, wie weit sich die Sozialdemokraten in Wahrheit von der Mitte in unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit entfernt haben. Und deswegen werden wir die deutsche Wirtschaft stärken. Es geht dabei um Fachkräftesicherung, Rohstoffversorgung. Es geht natürlich um Energie. Es geht um neue Märkte, neue Chancen. Und all das können wir erringen durch Innovationen. Bei Fachkräften sind wir sehr erfolgreich. Wenn Sie sich die Arbeitslosenzahlen ansehen, werden Sie feststellen, dass nicht nur der bloße Rückgang ein Erfolg ist, sondern auch die strukturellen Änderungen. Deutlich weniger Langzeitarbeitslose. Die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, die wir je hatten. Und immer mehr ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Arbeitsmarkt. All das sind Erfolgsmeldungen. Und meine Damen und Herren, wer angesichts solcher Zahlen jetzt versucht, eigene Reformen zurückzudrehen, Rente mit 67, der hat in Wahrheit das Problem auf dem Arbeitsmarkt definitiv nicht verstanden. Und wir werden nicht nur daran arbeiten, das inländische Fachkräftepotenzial zu nutzen, sondern es geht auch um Zuwanderung. Wir waren gerade im letzten Jahr sehr erfolgreich. Erstmalig gibt es ein gesteuertes System der qualifizierten Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt, gestaffelt nach Berufen, Qualifikationen und abgesenkten Gehaltsschwellen. Ausländische Fachkräfte sind ein wesentliches Thema, wenn es darum geht, auch in Deutschland Wachstum zu verstetigen. Und wir haben den Einstieg eben in diese gesteuerte Zuwanderung geschafft, CDU, CSU und FDP. Wir werden die Wachstumsbremse, Fachkräftemangel gemeinsam lösen. Wir, meine Damen und Herren, stehen gemeinsam für Fachkräftesicherung in Deutschland. Und die Unternehmen klagen nicht nur über fehlende Fachkräfte, sondern auch über zunehmende Preise im Bereich Rohstoffe und Energie. Und beides ist heute von zentraler Bedeutung, wenn wir Wachstum in Deutschland verstetigen wollen. Oft sind die Kosten für Rohstoffe und Energie höher als Personalkosten. Und das zeigt doch, ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort
ist nicht nur auf eine umweltfreundliche, sondern auch auf eine zuverlässige Rohstoff- und Energieversorgung angewiesen. Und deswegen ist es richtig, dass diese Bundesregierung eine Rohstoffstrategie hat, dass wir gemeinsam und partnerschaftlich mit anderen Staaten über Abbau von Rohstoffen gemeinsam diskutieren wollen. Die Bundeskanzlerin hat gerade eine Rohstoffpartnerschaft mit der Mongolei unterzeichnet. Im Februar steht ebenso eine neue Partnerschaft mit Kasachstan an. Wer eine Energiewende will, der braucht erneuerbare Energien, zum Beispiel Windräder. Aber wer Windräder will, der braucht auch seltene Erden, 1,9 Tonnen pro Windrad im Bereich einer Offshore-Windanlage. Und all das zeigt, meine Damen und Herren, Wirtschaftspolitik heißt immer auch Außenwirtschaftspolitik, heißt auch Rohstoffpolitik und Rohstoffsicherung. Auch das ist Zeichen guter Wirtschafts- und Regierungspolitik. Wir brauchen uns nicht dafür zu verstecken oder zu entschuldigen, wenn wir dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft mit Rohstoffen jetzt versorgt wird, aber auch in Zukunft. Denn, meine Damen und Herren, andere Staaten machen dies längst, und wir müssen versuchen, unserer deutschen Wirtschaft auch hier den Wettbewerbsvorteil in Deutschland zu erhalten. Und das wichtigste Thema aktuell ist unbestritten die Energiepolitik. Der Umbau der Energieversorgung ist eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung. Aber wir werden sie meistern. Wir brauchen Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und natürlich Bezahlbarkeit von Energie. Und wir werden diesen Dreiklang nur in der richtigen Balance halten können mit den Instrumenten der sozialen Marktwirtschaft. Wir werden die Netze ausbauen, wir werden neue Kraftwerke bauen, das Erneuerbare Energiegesetz effizienter gestalten, Energieeffizienz fördern, genauso wie Forschung und Innovation gerade im Bereich der Energietechnologien. Und ich erinnere daran, als Sie damals den Atomausstieg beschlossen haben, da haben Sie nichts gemacht. Sie saßen ungefähr so da wie jetzt. Sie haben die Hände in den Schoß gelegt. Wir hingegen, meine Damen und Herren, haben gehandelt. Wir haben das NABEC auf den Weg gebracht, das Energiewirtschaftsgesetz, die Anreizregulierungsverordnung, die KWK-Novelle. Wir werden einen Bundesnetzbedarfsplan auf den Weg bringen, dem Deutschen Bundestag vorlegen. Wir werden die Offshore-Anbindung verbessern. Und, meine Damen und Herren, wir werden auch dafür sorgen, dass dieser Energieumbauprozess vernünftig begleitet wird durch eine Monitoringkommission. Und von Ihnen lassen wir uns nicht vorwerfen, es wäre nicht passiert. All diese Leistungen zeigen, Ihre Vorwürfe sind absurd. Und an die Bremser hier im Hause. Sie blockieren doch gerade das CCS-Gesetz, das der Deutsche Bundestag beschlossen hat, im Bundesrat. Sie schaden damit den Kommunen, den kleinen mittelständischen Energieversorgern. Sie, meine Damen und Herren, bremsen den Umbau der Energieversorgung. Und während Sie damals den Ausstieg beschlossen haben, haben Sie gefordert, man müsste die kleinen kommunalen Versorger unterstützen. Und wenn es dann darum geht, sind Sie die Blockierer vor dem Herrn. Und Gleiches gilt auch für die energetische Gebäudesanierung. Sie schaden damit der Energieeffizienz, Sie schaden damit aber auch dem mittelständischen Handwerk in Deutschland. Und ich frage Sie, wo ist denn Ihr Engagement für mehr Forschung, zum Beispiel in der Energiepolitik? Sobald Sie das Wort Forschung hören, kriegen Sie doch auch Hautjucken. Es gibt doch kaum technologiefeindlichere Politiker als hier bei den Grünen. Es muss Ihnen doch eine Warnung sein. Es muss Ihnen doch eine Warnung sein, wenn große deutsche Unternehmen ganze Technologiesparten wie die Biotechnologie ins Ausland verlagern, weil sie Angst haben vor ihrer Technologiefeindlichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. So werden Sie die Probleme in Deutschland nicht lösen können. Wir werden diese Aufgaben meistern. Ausbau der Netze, über 4.000 Kilometer, neue Kraftwerke, 17 Gigawatt alleine bis zum Jahre 2020 an neuen Investitionen. Und wir werden auch gemeinsam über Preise reden müssen. Bezahlbarkeit von Energie. Öfter mal in die Zeitung gucken. Da werden Sie feststellen, dass das gerade ein aktuelles Thema ist. Meine Damen und Herren, ich halte es ausdrücklich für richtig, dass wir erneuerbare Energien fördern. Es war schließlich auch eine schwarz-gelbe Regierungskoalition, die damals die Förderung der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht hat, damals mit dem Stromeinspeisegesetz. Das war richtig, und darauf können wir auch gemeinsam stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde. Aber es wird Zeit, auch über eine effiziente Förderung gemeinsam nachzudenken. Vielleicht werden Sie es nicht verstehen, aber es gibt einen Unterschied zwischen effektiv
und effizient. Sie wollen, ja, schön, dass Sie sich so aufregen, weil es richtet sich auch gerade an Sie. Es richtet sich gerade an Sie. Wir wollen gemeinsam den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber nicht zu den Kosten, nicht zu den Preisen, die Sie sich an dieser Stelle vorstellen. Denn, meine Damen und Herren, es geht auch wesentlich effizienter. Es kann doch nicht sein, dass die Hälfte der EEG-Umlage, mehr als 6 Milliarden Euro, für 3% der Energieproduktion, nämlich der Photovoltaik, ausgegeben werden. Meine Damen und Herren, mit Wirtschaftlichkeit hat das nichts zu tun. Da müssen wir ran. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen, aber auch um die Preise für die Menschen in unserem Lande. Wir brauchen auch den Zugang zu neuen Märkten. In der Außenwirtschaftspolitik werden wir nicht nur auf die klassischen Partnerländer setzen, USA, Japan oder auf die neuen Staaten Brasilien, Russland, Indien oder China, sondern auch neue Staaten, die gerade wesentlich stärker werden als viele andere, weil sie ein enormes Wachstum vorzuweisen haben. Malaysia, Mexiko, Vietnam, all diese Staaten werden von uns neu erschlossen werden. Das sind auch neue Märkte für unsere deutsche Wirtschaft. Wenn es darum geht, Wachstum im Inland zu verstärken, werden wir uns auch um neue Märkte bemühen müssen. Und wir kämpfen dabei auch gegen den zunehmenden Protektionismus in der Welt. In vielen Schwellenländern steigt das Selbstbewusstsein, aber leider eben auch die Zunahme an nicht-tarifären Handelshemmnissen. Und gerade wir als Exportnation in Deutschland müssen ein Interesse daran haben, dass das Grundprinzip von Außenwirtschaft erhalten bleibt. Offene Märkte, freier Handel, fairer Wettbewerb, das sind die Grundlagen einer guten Außenwirtschaftspolitik und das sind die Grundlagen unserer Politik in dieser Regierungskoalition. Und wir setzen weiter auf Innovation. Übrigens allein im Energiebereich in den nächsten 4 Jahren 3,5 Milliarden Euro zusätzlich für Forschung und Innovation, zum Beispiel im Bereich der Speichertechnologie. In dieser Legislaturperiode investieren wir 12 Milliarden Euro ebenso in Bildung, Forschung und Innovation in allen anderen Bereichen. Wir sind davon überzeugt, dass man nur in Deutschland mit Fortschrittsoptimismus weiterkommen kann und nur mit Fortschrittsoptimismus Wachstum überhaupt erst möglich wird. Sie werden nicht weiterkommen, wenn Sie glauben, dass man Probleme, die durch Anwendung und Nutzung von Technologien entstehen, dass man solche Probleme alleine durch Verbote wird beseitigen können, sondern es wird nur gelingen, durch bessere technologische Lösungen, eben durch Innovationen, solche Probleme von vornherein zu vermeiden. Deutschland wird nicht umweltfreundlicher, indem Sie Plastiktüten verbieten, indem Sie Autos verbieten, sondern indem Sie Katalysatoren erfinden oder neue Innovationen haben im Bereich der Elektromobilität. Deswegen setzen wir auf Forschung, Technologie und Innovation und grenzen uns damit von Ihnen ab. Technikfeindlich, innovationsfeindlich. Sie wollen in Wahrheit nicht den Ausbau der Energieversorgung, weil Sie ihn in vielen Bereichen ausbremsen und behindern. Sie wollen nicht die Stabilisierung der Europäischen Union, weil Sie an Ihrer Vergangenheit noch selber zu knapsen haben. Ich sage Ihnen, wir stehen gerade im Jahre 2012 vor nicht ganz einfachen Zeiten. Genau deswegen haben wir uns vorgenommen, gemeinsam daran zu arbeiten, Europa zu stabilisieren, die Wachstumskräfte im Inland freizusetzen, durch Fachkräftesicherung, Sicherung der Rohstoffversorgung, gute Energiepolitik, neue Märkte, neue Chancen, Innovation, Forschung und Technologie. Die Menschen werden sich darauf verlassen können, dass wir alles tun, dass Deutschland auch in Zukunft auf Wachstumskurs bleiben kann. Das, was Sie hier eben an Verhalten abgelegt haben, zeigt doch in Wahrheit nur eines. Sie dürfen dieses Land gar nicht regieren, sonst wird es niemals gelingen, Deutschland auf Wachstumskurs zu halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.